Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Minecraft Wisdom mit Shigo. Hallo. Hallo, was machst du gerade? Ich brenne gerade das Gold. You can't fly on the server. So, und jetzt brauche ich Topas. Topasse. Kann doch nicht sein, dass sie immer wieder dieselben Biome. Ah, Mist, da oben ist ein interessantes, oder? Nee. Blöder Eingang wieder. Wo ist denn. Wie sieht das Biom denn aus? Gott, ist das meine Route bis jetzt gewesen? Offener Wald. Und dichter Wald. Ab in den Untergrund. Auf zum Atem. Was suchst du? Blaue Topasse. Ich verstehe, ich Scheiße, verstehe. das Labyrinth hatte ich schon. Sehr wahrscheinlich. Da ist noch eins. Und hier. Das ist das, was ich. Ach, das ist doch im Pilzbiom. Das kann überall sein. Spawn den Nager nach. Weiß ich nicht. Wächst die neu. Eher nicht. Ach Mann, das ist so nervig. So. Ich hätte vielleicht Fackeln mitnehmen sollen. Scheiße. Das Lustige ist, meine Spitzhacke kann mir anzeigen, wo was in der Wand ist. Also, ob da irgendwo Erze sind oder irgendwas in der Wand. Das ist ziemlich geil. Inwiefern, indem du einfach dagegen hältst, oder Nö, ich rechtsklicke und dann erscheinen so kleine Leuchtpunkte in der Wand, wo was ist. was? Zeigt er dir an, was da ist oder das, was da Das, ist? was da ist, nicht was da ist. Und schon wieder nur so ein unterirdischer Dungeon, von den 10 Millionen gibt. Dann ist wenigstens nochmal ein Hexenzirkel, versuchen wir es da nochmal. Schönen guten Tag, Hexe. Kannst du alles behalten. Wie gnädig.
Wie viel Glück muss ich denn am Anfang gehabt haben, um einfach jeden Boss sozusagen um das Portal einmal rum gefunden zu haben? Tja. Also beziehungsweise sogar zweimal den Lich hintereinander. Und jetzt finde ich halt nicht mal mehr so ein Gedöns. Oh, Leck. Weil da sieht man das Teil von dem Licht auch, glaube ich, gar nicht auf der Karte. Blauer Topaz, juhu. Zwei Stück. Ende. Nix. Ach ja. Zeigt sogar Wasser an. Ist ja sehr geil. Ja, dann kannst du ja fast gar nicht mehr auf irgendwas verlassen. Ja, wenn er alles anzeigt, dann ist Nein, ich er. meine, der zeigt Wasser als Block an. Also so ein blauer Schimmerblock. Das ist also quasi Wasser. Das ist cool. So. Das ist halb neu oder ein Bug. Was bist du? Ein Stück Stein in der Luft. Hört sich das einfach nur nach oben durch. Hier ist irgendein Spawner. Was spawnst du? Twilight Forest Swarm. Beide. Aber auch der spawnt nichts. Ein Labyrinth, eine Ziege, whatever, irgendwas muss doch drin sein. Es ist Nacht, wie wär's mit Creepern, Und wieder nur derselbe Shit. Da kommt irgendwas Großes, Rundes. Was ist es? Irgendwas ist es, aber ich glaube nur ein Stück Haus. Creeper, juhu. Creeperherz. Nein, nicht lecken. Oh Gott. Was macht ein Creeper-Herz? Nur Witchery. Das ist was sehr Seltenes. Warum muss es jetzt lecken, ey?
Du nerv nicht, Mist. Okay. Kann das ein Bug sein, dass sie nicht mehr generieren? Nein. Also, der Twilight Forest ist fast bestimmt komplett aufgedeckt. Ey. Na, auch der Twilight Forest ist unendlich. Ich glaube nicht. Ach ja. Nicht lecken, du deckst so viel auf. Ich will ja gar nicht viel aufdecken. Machst du aber trotzdem. So, jetzt kann ich meinen nächsten Zauber machen, wobei ich muss ihn noch verbessern. Ich brauche nochmal ein Buch. Scheiße. Damit muss ich jetzt warten, bis du wiederkommst, verdammt. Wieso? Also denn, würdest du mir den Infinity Orb überlassen? Ja, wann kriege ich denn mal wieder einen Zauber? Du hast 27 Level. Achso, ich meine, ja, kann ich machen. Sobald ich einen ordentlichen gemacht habe, kann ich ja auch den machen. Aber du hast gerade gesagt, du machst ja schon wieder den nächsten. Ja, mehr, weil der letzte scheiße war. Also ich hätte das Schutzschild gern gehabt. Das ist kein Schutzschild, das ist einfach nur ein teurer Zauber, der um dich rum, wenn jemand gerade zufällig in der Nähe ist, Schaden macht. Das war's. Kannst du ihn jetzt gerne haben. Ich brauche ihn auf jeden Fall nicht mehr. Wenn du willst, dann nimm ihn. Was willst du jetzt für einen machen? Jetzt mache ich einen Zauber, auch einen Area-Effekt, den man aber schießen kann, mit Freeze, Blindness und Slowness. Und was meintest du mit, du hast 27 Level? Schon gut. Das war ein falscher Kontext. So. Dies und das. Und es ist aber doch auch ein Bug, dass die Spawner nichts mehr spawnen, oder nicht? Keine Ahnung, was da los ist. So, das. Gibt's unter Wasser noch einen Dungeon? Das sieht sehr komisch aus. Keine Ahnung. So, was mache ich nun? Ah, das könnte ein Hydra-Berg sein. Kann aber auch wieder der Kackberg sein. Und das ist ein nutzloser Berg. Lootberg brauche ich nicht, obwohl da sind auch Spawner drin, aber was für Spawner? Das sieht sehr magisch aus. Mossy Block Chiseled Stone Brick. Steht hier einfach rum.
So. Bald gibt's den ersten roten Punkt. Yay. Und Horse Effect. Ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Und bau doch schön. Ah. Transformation Powder, ist das gut? Keine Ahnung, sagt mir nichts. So ein Dach wäre schon was Feines. Aber ich baue mir jetzt ein Feld auf dem Dach. Und dann Habe ich ein Feld auf dem Dach. Kommst du denn her, du Creeper? Ich meine, das ist ein Bug. Okay. Ja, die Spawner müssten doch wenigstens irgendwen spawnen. Haben sie ja vorher auch gemacht. Da kamen immer diese Geistertypen raus. Und kein Spawner, nicht mal die K, also die Spider-Spawner haben irgendwas gemacht. Dann ist es ein Bug. Legs, ey. Pile of ashes, beams of plenty, bla bla bla. Ein sehr komisch generierter Berg. Ach, das ist schon wieder so ein Dungeon, der diesmal in der Luft schwebt. Aber schon wieder derselbe Dungeon. Liegt er also komplett in der Luft?
Schade, dass ich keine Hoe of Growth habe. Das wäre cool. Was Oh, passiert diese damit? Lags, ey. Die funktioniert wie Bone Meal. Neuer Spawner, der wieder mal nicht spawnen wird. Wo ist mein ganzes Eisen hin? Ich mach das Haus mal komplett lichtdicht. Nix. Wenn ihr irgendwie wisst, was hier los ist, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, bevor ich hier wirklich ewig suche. Weil ich finde ja zufälligerweise einfach gar nichts mehr. Oh, wir sind übrigens fertig. Oder? Okay. Warte, lass mich kurz überlegen. Ja, doch, wir sind fertig. Also schaut auf jeden Fall mal bei Shigo vorbei. Eine Folge haben wir ja noch, die wir am Stück hier aufnehmen können. Und ich denke, das werden wir auch machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Wisdom und ich auf der Suche bin nach einem Monster-Spawner. Tschüssi! Tschüss!